So, endlich wieder Frieden hier im Kokiri-Dorf. So, ach ja. Hier war ja auch noch eine Bohne. Die wird mich definitiv nicht zu einem Herzteil bringen, das weiß ich. Ich habe sie trotzdem eingepflanzt, weil das gibt Rupees. Und Rupees ist ja auch ganz gut. Nehmen wir auch an. So. Na komm. Bring mich zu den Rupees. Take me to the Rupees. Hier, 26. Ist in Ordnung. So, gut. Dann will ich doch jetzt aber nochmal nachschauen, was da in den Lost Woods mit den Bohnen los ist. Denn ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass ich da zumindest bei der einen noch ein Herzteil kriegen sollte. Wenn nicht sogar bei beiden. Aber wie gesagt, eventuell jetzt erst nach dem Waldtempel. Das weiß ich nicht mehr. Beziehungsweise, was heißt das, weiß ich nicht mehr? Das hatte ich nur so nebenbei mal in der Zusammenfassung gelesen, wo die, wo sich die Herzteile befinden. Dass hier bei den Bohnen jeweils eins sein soll. Oder über die Bohnen jeweils eins erreichbar sein soll. Aber ich. Also ich persönlich sehe hier nichts. Aktuell. Nö. Nüchte. Hm. Nee, nee, nee. Absolut nicht. Okay, dann gucke ich beim anderen nochmal nach. Und wenn ich es jetzt hier auch nicht kriege, dann schaue ich später nochmal. Wenn ich das dann nochmal nachgelesen habe. So. Dann wollen wir jetzt hier lang. Hier lang. Beim Mido vorbei. So. Hier durch. So, schaue ich mir das hier nochmal an. So. Aber hier ist auch nichts Herzteiliges zu sehen. Nö. Hä? Ich bin sehr verwirrt. Aber gut, was soll's. Kann passieren. Dann, wie gesagt, schaue ich später nochmal. Moment. So, ich will einmal nochmal zur Waldlichtung. Und von dort dann ein Stück zurücklaufen. Das geht effektiv schneller, als wenn ich jetzt von hier aus dort selber hinrenne. So. Und zwar. Ja, ja. So, lass mich durch. Dankeschön. Penner. So. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht wieder zu dem Ort teleportiert werde, wo ich die Karte betreten habe. Doch! Yay! Toll! Hätte ich also gleich machen sollen. Naja, egal. Passiert. Wow, was? Penner. Du stehst in der Mitte, wenn ich rechts war. Aber wenn ich mich auf der rechten Spur befand. So, geht doch. So, denn hier. Moment. Hier soll auch noch irgendwo eine. Ah, da. Da haben wir sie auch schon. Eine goldene Skulptur sein. So.
Die will ich natürlich dann auch direkt mal haben. Dankeschön. So. Hüpf und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. So. Gut. Und dann den Weg zurück, den laufen wir noch, weil, ja, das ist jetzt nicht allzu kompliziert. Und ich werde von hier aus dann gleich nach Goronia gehen. So. Moment, vielleicht geht das ja auch noch nachts, dass das, dass es hier eigentlich um Goldene Skulpturas geht. Ah, da höre ich auch schon eine. Ah. Aha. Okay. Das ist natürlich was ganz anderes. Okay. Dann wundert mich das gar nicht. So. Gut. Mensch. Das Gedächtnis von mir, ne? Naja. Aber ich hab's ja noch rausgekriegt. So. Hier lang. Und hier ging es jetzt nach Goronia, aber da gehe ich dann noch nicht hin. Weil dann schaue ich mir jetzt hier nochmal die andere Bohne an. Dann wird es doch hier garantiert auch eine goldene Skulptur da geben. Weil irgendwas muss ja hier sein. Oder auch nicht. Was? Was? Gar nichts? Hm. Irgendwas ist hier merkwürdig. Aber naja. So, Mistviech. Nerv nicht! So. Gut, dann geht's jetzt nach Goronia. Ja, und von hier aus geht es dann entsprechend mit der Story ein bisschen weiter. Also erstmal. So, hier drin ist so ein bisschen ruhig. Und wir hören hier auch noch eine goldene Skulptur. Die werde ich mir auch gleich noch holen. So, da hinten ist er. Okay. So, gleich mal Bomben und Krabbelminen ausgerüstet. Oh, und er ist schnell. Wow. Das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf, dass der so verdammt schnell ist. Der Kleine. Mann, warum dreht denn der jetzt schon wieder um? Mistviech. Okay, das war zu früh. Jetzt aber. Wieder nicht getroffen? Was zum Teufel, ey? Ich habe keine Bomben mehr, scheiße. Das ist blöd. Dann muss ich gucken, dass ich das mit Donnerblumen hinkriege. Und mit denen zu zielen ist nahezu unmöglich. Zumindest ordentlich zu machen ist nahezu unmöglich. So, na? Ne, natürlich nicht. Dann eben so. Bisschen selbstmörderisch, egal. Wie konnte dir das gelingen? Bist du einer von Gandalfs Leuten? Höre meinen Namen und neige deinen Haupt in Ehrfurcht.
Ich bin Link, der größte Krieger der Goronen. Ja. Hab dich mal nicht so, kleiner, ha? Was? Auch dein Name ist Link? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein. Der mächtige Link. Der Ronia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Link, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Link den Goron. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch höre mich an. Mein Vater nach Monia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heul, Daddy. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten, du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen. Vor langer Zeit lebt eine dämonische Kreatur namens Polvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Polvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Danny. Ja, nicht schon wieder über den Drachen, nein. Über die Goron. Waren ja mal gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie wohl wagen, geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzten, will der Tyrann die Goron dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Link. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Die Goronenrüstung, diese feuerfeste Rüstung, passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Ich liebe die Goronenrüstung. Sie ist so schön. Ich weiß nicht, das ist meine Lieblingsrüstung für Link. Naja. So, dann will ich auf jeden Fall den hier ausrüsten. Und mal schauen, ob ich von hier hinten rankomme. Nein, von hier aus nicht. Von hier aus vielleicht, eventuell, hoffentlich. Nee. Okay. Dann muss ich noch eine Etage höher. Schade. Naja, egal. Weil dann wird es jetzt wieder hier ein Balance-Spiel. Was ich eigentlich nicht mag, aber naja. Egal. So, dann balancieren wir jetzt nämlich hier mal über das Seil rüber. So, ups. Okay. So, jetzt kriege ich dich, aber du Mistviech. So, sehr schön. Goldene Skulptur zerstört. Okay. So. Ups, da wollte ich nicht hin. Naja. So. Gut, dann haben wir jetzt schon mal das. Und dann werde ich aber noch nicht in den Feuertempel gehen. Sondern ich werde erstmal kurz nach draußen und dort nochmal in Dodongos Höhle. So merkwürdig, wie das klingt. So. Hey. Hier habe ich eine Skulptur. Wo?
Hier nicht. Da nicht. Eventuell dort unter dem Felsen. Ja, das klingt so. Dann wollen wir den noch mal wegspringen. Und da wir gerade nichts anderes dafür haben, haben wir eine Kabelmine dafür. Okay. Müssen wir später machen, wenn wir aus dem Feuertempel raus sind. Da brauchen wir das Item, das wir dort kriegen. Na gut. Auch kein Problem. So, erstmal. Ups. Hier hoch. Zu diesem Herzteil. Hey, noch eins und die Energieleiste erweitert sich. Sehr schön. So. Aber wir dürften jetzt auch genug Skulltulas haben für die nächste Belohnung. Ja, haben wir. Dicke. Okay, sehr schön. Dann hole ich mir die nämlich erst noch. So. Und war hier ansonsten noch irgendwas, was ich machen wollte? Ich überlege gerade. Ja, natürlich, ich wollte noch in Dodongos Höhle rennen. Dörr. Wow. Ich sag ja ich und Gedächtnis. Mensch. Aber egal, bevor ich jetzt hier wieder die Belohnung vergesse, weil die ist wirklich wieder praktisch, was wir hier kriegen. Also was heißt praktisch, aber ist ganz nett. So. Gehen wir mal hier rein. So, und dann der da hinten. So, hi. Jo, der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Jo, gib her hier. Die Riesenbörse. Welch eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rupees tragen. Yay. Sehr schön. Das gefällt mir. So. Okay, das war das. Und komm, wo wir jetzt schon mal hier sind, gehe ich dann gleich nochmal in Boris Grab. Weil ich will dort das Herzteil noch haben. Aus der Mühle. Mensch. Und da muss ich ja scheinbar das Rennen nochmal machen. Naja, egal. Ist ja nicht schwierig oder sowas. Ist ja nur zeitraubend. So. Okay. So, hey Boris. Na, jo, komm. Laufen wir um die Wette. Was nicht wirklich ein um die Wette laufen ist, weil ich muss nicht vor dir im Ziel sein. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut, was ich hier gemacht habe gerade. So. So, okay, hier rum. Ups, hier rum. Okay, aber ich habe die Zeit ganz gut wieder reingeholt. Wahrscheinlich auch irgendwo so ein Gummiband-Effekt. Je weiter ich von Boris weg bin, desto langsamer wird er. Damit ich wieder aufholen kann. So. Hab, damit ich hier gar nicht jetzt ins Feuer reinrenne. So. Okay. Höre ich das richtig? Nee. Das höre ich nicht richtig, ja. Scheiße. Was? What? Ehrlich jetzt? Wow. Okay. Nochmal das Ganze. Ja, weil ich einmal falsch abgebogen bin, ey. Aber ich hatte ihn halt aus den Augen verloren. Und sowas passiert dann. Aber ich war mir halt sicher, dass die Geräusche von ihm, dass ich von rechts gehört habe. Und ich
Ich habe meine Kopfhörer auch richtig rum auf, da bin ich mir sicher. Naja. So. Okay. Und hier noch mal rum. Das Feuer ist böse gesetzt. So, jetzt aber. Nee, nee, nee. So. Hi. Zeit beträgt 1,6, sogar schneller als vorher. Und ja, 20 Rupees. Tolles Geschenk, sehr wertvoll. Hm. Wow. Naja, egal. So. Jetzt werde ich aber ordentlich raufspringen. Und nicht so wie vor ein paar Folgen. Also für mich noch vorhin. So. Und dann von hier aus springen wir jetzt einmal hier rüber. So, geht doch. Ein Herzteil, weitere Herzcontainer. Yay, sind wir schon bei 10. Nice. Okay. Das war das, was ich noch machen wollte. Dann wollen wir jetzt doch wirklich mal zu Dodongos Höhle. Weil ich weiß, da war noch eine goldene Skulptur. Die hatten wir ja gehört, als wir da als Kind drin waren. Und ich habe die Vermutung, dass ich da nur über die Vogelscheuchenpolka rankomme. Schauen wir doch mal. So. Ich weiß auch gar nicht, ob die Vogelscheuchenpolka jetzt schon wirklich funktioniert oder ob ich dafür erst den Wassertempel schaffen muss. Habe ich absolut keine Ahnung. Weil ich in meinen Privatspielständen noch nie viel damit gearbeitet habe. Aber wir schauen mal. So, gehen wir rein hier. Ich bin auch gerade echt am Überlegen, wo das war. War das dort? Ja, muss hier auf der rechten Seite gewesen sein. Geht nicht anders. So. Na denn. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass da eine kleine Lücke ist, wo die, wo der Lavastrom reinkommt. Aber gut. So. Dann wollen wir doch mal. Wobei ja, den Bimos. Genau, hier war das direkt. So. Weil entweder ich komme da so schon ran. Nee, auf gar keinen Fall. Dann gucken wir doch mal. Was die Vogelscheuchenpolka so bringt. Gar nichts. Hm. Komisch. Ah, ich muss nur näher ran. Okay. So. Ne, ich kann natürlich nicht anvisieren. Aber hallo, Balsack. Danke, dass du mir hier ein Ziel bietest. So. Gut. Und was mir noch eingefallen ist. Ich hatte zwar hier schon aufgesprengt, aber ich glaube, hier brauchte ich auch noch irgendwas, um an die Skulptur ranzukommen, oder? Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon.
Aber das muss ich wahrscheinlich als Kind machen, weil hier ist gerade keine. Okay. Aber dann haben wir das jetzt auf die hier jetzt auf jeden Fall. Sehr schön. Hopp, ja, ja. Alles gut, alles gut. So. Okay. Sehr gut. Dann wollen wir doch jetzt mal hier raus. So, mach ihn doch nicht so weit. Ich will auf die Bohne. So. Danke fürs Mitnehmen. Dann gehen wir jetzt hier ins Dorf wieder rein. Nach Goronia. So. Ja, was ich auf jeden Fall brauche, ist die Goronenrüstung. Muss ich anlegen. Ansonsten wird es schwierig. Weil ansonsten habe ich gleich nur eine bestimmte Zeit, die ich durchhalte. Und das ist ja auch blöd. So. Ziehen wir den hier mal weg. So. Wunderbar. Der Todeskrater. So. Und rüber hier. Wieder ein Dungeon, wo ich zwingend den Fanghaken brauche, um dorthin zu kommen. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. So. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Sehr, sehr schön. Link, wir werden uns wiedersehen. Na toll. So viel Feuer hier. Und da ist Cheek weg. Um keine Diskussionen anzufangen, werde ich Sheik auch weder als männlich noch als weiblich bezeichnen im Laufe des Let's Plays. Weil da gibt es... Es gibt eben die zwei Fraktionen. Die einen sagen, Sheik ist männlich, die anderen, Sheik ist weiblich. Ja, beide haben so ihre Begründungen dafür, die ich beide nachvollziehen kann, und daher halte ich mich da lieber raus. Das muss ich nicht haben. Gut, dann soll es das jetzt aber für diese Aufnahmesession gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.